Ich bin total durcheinander, deshalb stehe ich auch jeden Mittag um 12 auf dem Balkon. Corona! Essen ist fertig! Hier werden Witze gemacht über alles, das war immer so und da werde ich auch bei bleiben. Ich meine, ich muss die Backe sagen. Vielleicht sind grüne Menschen mit der Untertasse da. Vielleicht sagt mir ein kleines Kind zum falschen Mann-Papa. Vielleicht meint ein Politiker, der ja sagt, will ja. Und das, was er verspricht, ist kein Blabla. Ein Gerücht sagt, wenn man einen Pfarrer kastrieren möchte, tritt man dem Messdiener unters Kinn. Was machst du beruflich? Militär. Militär? Oh. Da hab ich ein Lied für dich. Scholz war ja in Russland. Hat Scholz zu Putin gesagt, ich war gestern in der Ukraine und hat Putin gesagt, ich will ja morgen hin. Dieses Kribbeln im Bauch, kennst du doch auch, wenn man glaubt, fast überzuschäumen. Wenn Ricarda Lang sich an diesen riesigen Marmortisch setzen würde, mit Putin zusammen, die würde da aber mal zeigen, wo der Arme hängt. Da, das wäre super, wenn die da wäre. Ich habe mir jetzt eine neue Mailadresse eingerichtet, shitstorm@kray.de. Unten am Fluss sind die Leichen meiner Feinde an mir vorbei, ganz von allein im Lauf der Zeit. Ich bin nachhaltig, ja. Ich vögel sogar nachhaltig. Ich war auf dem Weg hierher in einen Biopuff, da gibt es Frauen aus der Region. Das ist sehr nachhaltig. Epilepsy is dancing, she's a Christ now departing, and I'm finding my rhythm as I twist in the snow. Die Denkmäler schlagen zurück. Versuchen Sie mal einen Zeugen Jehova mit dem Atheisten zu kreuzen, dann haben Sie jemanden, der grundlos bei Ihnen an der Tür klingelt. Aber wenn das KünstlerInnen sind, ja, und Veranstaltende, dann müsste doch das Bürgerhaus in Aachen müsste doch ein BürgerInnenhaus sein. Ne? Und die versuchen, die KarteninhaberInnen oder Karteninnehabenden zu erreichen wie die WeltmeisterInnen. Ne? Oder WeltmeisterInnehabenden. Ne? Ich dachte, das wäre ein lustiger Diskurs zwischen zwei Kollegen, ja. Ah, aber der hat mich gesperrt, die Fotze. Ich habe sowieso schon Angst vorm Fliegen. Ja, deshalb sitze ich immer ganz vorne. Wenn wir dann abstürzen, kommt der Getränkewagen noch einmal vorbei. Also das ist schon... Ich spreche aus Erfahrung, wenn ich sage, 10 Späße bringen dir heute 100 Feinde ein. Ich möchte mich bedanken, vielen Dank und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Dankeschön und tschüss.